Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr zu diesem neuen Video eingeschaltet habt. Heute geht es bei mir um den Jahresrückblick, ein kurzes Review zu 2020, wie es mir ergangen ist, was meine Highlights waren, was meine nicht so tollen Momente in dem Jahr waren. Und ich möchte euch davon ein bisschen berichten und möchte das Ganze auch heute für mich ein bisschen abschließen. Heute ist der 31.12., wir haben jetzt kurz vor 12 Uhr und ich möchte es heute noch online stellen, gerne das Video, einfach, dass ich das für mich abschließen kann. Ich habe das Video ein bisschen länger vor mir hergeschoben, weil es einfach auch negative Sachen dieses Jahr gab und ich mir noch nicht ganz sicher war, ob ich darüber sprechen möchte oder nicht, aber ich möchte euch gerne heute davon erzählen. Wir starten jetzt mit der positiven Seite und da ist auf jeden Fall sehr positiv in mein Leben gekommen 2020, dass ich jetzt einen kleinen YouTube-Kanal habe, der mir wahnsinnig viel Spaß macht und wo ich ja total Lust habe, irgendwie auch Neues zu entdecken. Und hier hinter mir seht ihr vielleicht, da habe ich schon ein bisschen was aufgebaut, weil das sind meine 10 Jahresfavoriten, die ich euch gerne zeigen möchte. Ohne diese Produkte kann ich mir keinen 2021 mehr vorstellen, das sind meine absoluten Lieblinge geworden. Mit der Reinigung möchte ich beginnen und da gehört für mich ein gutes Duschgel dazu. Und in dem Fall ist es ein festes Duschgel von Duschbrocken. Und da habe ich für mich die Kokosrichtung entdeckt. Also das ist jetzt noch ein neues Exemplar. Ich habe ein gebrauchtes unter der Dusche liegen. Das ist allerdings schon ein bisschen in 3 Teile zerfallen. Ohne diesen Duschbrocken, der duftet so gut, mag ich nicht mehr leben. Ich mag den wahnsinnig gerne und ich habe mir auch schon ein paar in Backup bestellt und so weiter. Ich finde, es ist absolut toll, eine tolle Marke und Duschbrocken ist für die Dusche geeignet, also für den Körper. Und man kann auch die Haare damit waschen. Und Duschbrocken bringt auch nächstes Jahr einen festen Conditioner raus, auf den bin ich auch schon sehr gespannt, vor allem auch auf die Duftrichtung. Ich hoffe natürlich, das geht auch vielleicht in die Kokosrichtung, das wäre natürlich richtig toll. Ich habe jetzt schon ein paar feste Shampoos getestet und am allerbesten gefällt mir dieses hier. Das ist von Shaw & Len und zwar das Mango Shampoo, festes Mango Shampoo. Es gibt auch einen passenden Conditioner dazu. Aber mir hat das Shampoo wahnsinnig angetan, weil es schäumt wahnsinnig gut, es riecht richtig toll, hat naturelle Inhaltsstoffe und macht einen sehr, sehr guten Job. Es trocknet die Haare nicht aus, wenn man danach den Conditioner benutzt. Ich bin richtig begeistert davon. Ohne was ich auch nicht mehr leben mag und kann, sind die Washis. Die sind einfach praktisch zum Make-up entfernen, zum Reinigen, zum Toner auftragen, zu irgendwas, was auch immer. Und ich habe davon sicher, ich weiß nicht, 30, 40 Stück oder so im Schrank, weil immer wieder sind da welche natürlich in der Wäsche oder so. Ich brauche die täglich und ich finde die so toll. Was auch zu meinen absoluten Favoriten gehört, ist von Sukin der Moisturizer. Er ist wahnsinnig feuchtigkeitsspendend für meine trockene Haut und ich benutze den wahnsinnig gerne für das Gesicht. Und ja, also ich brauche danach aber gerade im Winter auf jeden Fall noch was Reichhaltigeres darüber, weil ich habe so das Gefühl, wenn ich das aufgetragen habe, ist meine Haut sehr durchfeuchtet und wenn ich dann in die Kälte rausgehe, das mag meine Haut nicht so. Also muss ich nochmal irgendwas zum Schutz auftragen. Dann nehme ich momentan von Matte Maske die Leave Me On Winter Mask, ja. Wenn ich mich jetzt immer nicht schminken will oder nicht sehr schminken will, nehme ich dann die, damit dann einfach irgendwie noch ein Schutz mit drauf ist. Mein All-Time-Favorite von Shiseido ist diese Tagescreme. Hat einen Lichtschutzfaktor von 30, ist weiß und wenn man die in dem Gesicht verreibt, passt sie sich dem Hautton an und ich mag die wahnsinnig gerne. Im dekorativen Bereich konnte ich mich in ein paar Produktkategorien nicht ganz entscheiden und das liegt einfach daran, dass ich da kein Produkt habe, wo ich sage, das ist besser als die anderen. Zum Beispiel beim Highlighter ist mir das aufgefallen. Ich habe einige Highlighter und ich finde alle gut, aber es gibt keine, wo ich sage, das ist mein Lieblingshighlighter. Beim Bronzer habe ich mir vor nicht allzu langer Zeit den von Too Faced gekauft, das ist der Chocolate Soleil. Und bin richtig begeistert davon, weil er hat schon eine sehr große Pigmentierung, eine starke Pigmentierung. Also er macht schon alles richtig dunkel, man muss ein bisschen aufpassen. Aber ich mag dieses Matte, den Farbton wahnsinnig gern. Er duftet richtig gut und gefällt mir sehr, sehr gut. Mein liebstes Blush ist von Comme Deux. Das ist die Farbe Rhabarber und mir gefällt der Farbton wahnsinnig gut. Er ist nicht zu pinkig und zu mädchenhaft. Er ist genau irgendwie ja, das Richtige für mich, für meinen Hautton. Ich muss nur mal gucken, dass der Lippenstift dann auch dazu passt, dass ich dann nicht wirklich einen pinky Lippenstift dazu auftrage oder so. Da schaue ich ein bisschen danach, aber ich finde den Ton für mich sehr, sehr schön. Mein aktuell liebster Lippenstift ist von Alverde und zwar aus der Reihe Diamond Kiss. Ist das die Nummer 10 Rose? Den hatte ich in einem ganz, ganz lieben Tauschpaket drin. Und das schaut so aus, ist natürlich jetzt auch schon stark benutzt worden. Aber ich mag den Ton wahnsinnig gerne. So ein bisschen ja, rosenmäßig, also so ein bisschen in einer rosigen Farbe und so ein bisschen mauve. Und ich liebe ihn einfach. Bei den Lidschattenpaletten habe ich mich auch ein bisschen schwer getan zu überlegen, welche ist denn die Lidschattenpalette eigentlich für mich gewesen im Jahr 2020. Aber es gibt eigentlich eine,
zu der ich immer gegriffen habe, wenn ich einmal keine Lust hatte, mich großartig zu schminken, weil ich gewusst habe, ich greife mit dem Finger in ein Pfännchen rein, mach's drauf und bin fertig. Oder ich habe Lust auf ein richtig tolles, glamouröses Make-up oder ein richtig dunkles Make-up, ein helleres Make-up, was auch immer. Ich konnte mit der Palette einfach unheimlich tolle Sachen machen. Also sie ist für schnell geeignet, sie ist für ausführliche, größere Looks geeignet. Und von daher habe ich immer wahnsinnig gern auch nach der gegriffen. Es ist die 1991 von BH Cosmetic mit Alicia Marie. Ja, also es ist keine unbekannte Palette, die hat wahrscheinlich jede im Schrank irgendwie zu Hause. Also nichts Außergewöhnliches, aber es ist einfach die, nach der ich wahnsinnig oft als Alltagspalette greife. Und mir geht es darum, nicht eine super außergewöhnliche Palette hier zu zeigen, die super viel Geld gekostet hat, wie meine jetzt Natasha Denona, die ich auch sehr, sehr gern mag. Weil zu der greife ich einfach gerade viel zu selten. Also wenn ich nach der greife, habe ich einfach immer ein sehr gutes Gefühl und weiß, also jeder Look funktioniert einfach. Last but not least, mein Lieblingsparfum im Moment ist es eigentlich ein Eau de Cologne. Und zwar von Kölsch Wasser 4711 in der Duftrichtung Jasmin. Und ich brauche momentan irgendwie was mich so zum Strahlen bringt. Und das macht momentan dieser Jasmin-Duft. Und von daher, wenn ich den mir auftrage, ich meine, er hält jetzt ein paar Stunden, er hält nicht den ganzen Tag. Aber es ist einfach ein schönes Gefühl, weil ich denke dann immer an Urlaub und an die schöne Zeit, wenn Sommer ist und so weiter. Und ja, ich mag den wahnsinnig gern momentan. 2020 war für uns natürlich alle ein besonderes Jahr. Der Virus hat uns im März eingeholt und monatelang haben wir gedacht, ah ja, das ist ja so weit weg und so weiter. Aber dann kam es immer näher und irgendwann war er da. Auf jeden Fall im März waren wir da. Also mir ging es so noch wahnsinnig verunsichert und wussten gar nicht, was da auf uns zukommt. Es war richtig schwierig. Im Sommer war dann wieder eine sehr schöne und ruhige und angenehme Zeit, weil die Fallzahlen sind zurückgegangen, das Reisen war wieder besser möglich. Ich war im Sommer dann 4 Wochen in Italien und die Zeit war wirklich wunderschön, auch wenn anders als sonst. Also normalerweise, wenn wir im Urlaub sind, dann machen wir auch sehr viele Ausflüge, tun wir Schiff fahren oder alles Mögliche. Und das haben wir dieses Jahr alles nicht gemacht. Wir fahren fast eigentlich jeden Tag am Strand, kann man sagen. Wir hatten auch traumhaftes Wetter. Aber einfach, weil wir Angst vor diesen Menschenansammlungen hatten oder das einfach nicht riskieren wollten. Also Schifffahrt und alles Mögliche haben wir dann einfach sein lassen oder über den Markt spazieren oder so, was wir sonst gemacht haben auf den Wochenmärkten. Das haben wir dann einfach nicht so gemacht, weil da ist ja natürlich das Gedränge immer am größten. An sich war es aber doch ein ganz, ganz toller Urlaub und wir konnten uns wahnsinnig gut erholen von der ersten Welle und entspannen und haben dann gehofft, dass wir in einen gemütlichen und entspannten Herbst einsteigen werden, was ja dann, was Corona betrifft, jetzt nicht so war. Und von daher ist das auch ein Thema, was mich natürlich jetzt 2020 sehr belastet hat. Beruflich muss ich sagen, bin ich sehr, sehr froh, dass es keine großen Auswirkungen bei mir hatte. Ich kann weiterhin arbeiten. Ich arbeite jetzt fast überwiegend oder fast ausschließlich im Homeoffice, was auch angenehm ist. Also natürlich, wenn man ein Kind hat und alleinerziehend ist, ist es natürlich sehr, sehr praktisch auch, wenn man von zu Hause aus arbeiten kann. Und die Arbeit geht auf jeden Fall nicht aus. Also von dem her bin ich da in einer sehr glücklichen Lage. Im Mai diesen Jahres war ich mit meinem Sohn im Krankenhaus für eine Woche. Er war dort mit Verdacht auf Gehirnblutung oder Gehirntumor. Mittels verschiedenen Untersuchungen wurde dann festgestellt, dass er keine Gehirnblutung hat. Das wurde noch am gleichen Tag, als er eingeliefert wurde, dann bestätigt. Dass er keinen Gehirntumor hat, haben wir dann erst 4 Tage später erfahren, als die Bilder dann konkret ausgewertet werden konnten. Sie haben dann aber etwas im Gehirn gefunden, das sie genauer untersuchen mussten. Wir waren dann ein paar Tage mit Verdacht auf Multiple Sklerose, so ein bisschen im Unklaren. Ihm wurden dann Gehirnwasser entnommen und andere Untersuchungen gemacht. Aufgekommen ist das Ganze, weil ein Auge von meinem Sohn, was eigentlich gerade ausschauen sollte, nach innen gekippt war. Und das hat die Alarmglocken ausgelöst beim Augenarzt und beim Kinderarzt. Und deswegen ist er ins Krankenhaus eingewiesen worden. Nach einer Woche im Krankenhaus sind dann zum Glück alle Untersuchungen abgeschlossen gewesen und mein Sohn konnte entlassen werden und wir waren so heilfroh, dass nichts gefunden wurde. Also er hat keine schwerwiegende Krankheit und da waren wir wahnsinnig, wahnsinnig glücklich drüber. Trotzdem war die Zeit natürlich auch sehr erschreckend für uns, weil dann immer wieder neue Diagnosen in den Raum geworfen wurden. Erst Gehirnblutung, Gehirntumor, dann Multiple Sklerose, wo man dann einfach Angst kriegt und dann tagelang im Ungewissen gehalten wird, bis die Untersuchungsergebnisse dann endlich da sind. Das war schon eine ganz, ganz schreckliche Zeit, die uns noch ein bisschen in den Knochen sitzt. Und dann nicht schlimm genug, dass das Corona-Jahr uns alle so durchgebeutelt hat, hat sich ein Verrückter in Wien überlegt, dass er doch einfach mal einen Amoklauf macht und einige Menschen erschießt. Und darunter war auch eine Freundin von mir.
Sie hatte Feierabend, sie wollten noch auf ein Feierabendbierchen gehen, kam aus dem Büro raus, setzte sich unten in die nächste Kneipe und wurde dann von ihm brutal erschossen. Und ausgerechnet eine Person, die so sozial engagiert war in der Flüchtlingshilfe und bei vielen Vereinen ganz viel ehrenamtlich gearbeitet hat. Es gab dann ein ganz tolles Interview von ihrer Schwester in der Zeitung. Die Schwester hat gesagt, wenn sie den Attentäter noch hätte sprechen können, bevor sie erschossen worden wäre, hätte sie zu ihm gesagt, komm, setz dich her zu mir, wir reden drüber. Und genau so ein Typ war sie. Also sie hat mit allen geredet und war mit allen gut. Sie hat versucht, allen Problemen auf den Grund zu gehen. Sie war ausgebildete Mediatorin und hat immer versucht, Konflikte zu lösen. Sie war der Meinung, dass Frieden herrschen soll, dass alle Menschen glücklich sein sollen. Und genau sie erwischt es eiskalt. Man denkt sich immer, das Ganze ist so weit weg, aber im Prinzip sind es alle Menschen. Und wenn man dann jemanden persönlich gekannt hat und weiß, okay, mit der Person wollte ich eigentlich dann, sobald ich in Wien bin, wieder auf ein Käffchen oder so gehen. Ich werde jetzt auch im Jahreswechsel wieder an sie denken, eine Kerze für sie anzünden. Sowas ist echt unbeschreiblich. Ihr merkt, ich bin gerade ein bisschen sprachlos und ich versuche jetzt noch einen Bogen zu kriegen und wünsche mir für das neue Jahr, wahrscheinlich genau wie ihr auch, oder ich wünsche es mir auch für euch, dass einfach alles besser wird. Dass die Corona-Lage besser wird, dass wir uns mehr frei entfalten können, dass wir unseren Lieben wieder ohne Bedenken in den Arm nehmen können, weil darum geht's eigentlich im Leben, dass man sich gern hat und dass man das auch den anderen zeigen kann. Ich wünsche mir nichts mehr, als dass Frieden auf der Welt herrscht, dass es keine Kriege mehr gibt. Ich wünsche mir, dass wir alle ganz viel verreisen können, neue Eindrücke und Lebenserfahrungen machen können. Und ich hoffe natürlich auch, dass wir alle schön gesund bleiben und wir ein glückliches neues Jahr erleben werden, was auf jeden Fall das 20er Jahr toppen kann. Das große Thema Impfen steht ja jetzt dann im Raum und ich hoffe, dass, wenn wir das vielleicht mit berücksichtigen, die Zahlen dann einfach auch besser werden, dass die Impfstoffe wirken. Dass wir das Ganze in den Griff bekommen und wir unsere Leben einfach schön und gemütlich und glücklich weiterführen können. Ihr Lieben, ich drücke euch ganz, ganz doll und wünsche euch ein wunderschönes neues Jahr. Feiert heute schön rein, wenn ihr reinfeiern könnt, unter den Corona-Auflagen und Bestimmungen. Bei mir wird das Ganze so ablaufen wie jedes Jahr, und zwar, dass meine beste Freundin kommt mit ihrem Freund und Kindern. Und das wird eigentlich ein ganz gemütliches Silvester wie jedes Jahr werden. Wir sind dann auch unter den 5 Erwachsenen, wie man sein darf. Also was die Corona-Auflagen betrifft, erfüllen wir alle Voraussetzungen und wir werden einfach ein gemütliches Abendessen machen und dann werden wir anstoßen und mit einem Donauwalzer ins neue Jahr tanzen. Ich wünsche euch eine wunderschöne Silvesternacht und ich freue mich, wenn wir uns im neuen Jahr wieder sehen, hören oder lesen werden. In dem Sinne, macht's gut und bis bald.